Wie war sonst so mein Tag heute? Ach ja, ganz nett. Ich bin heute leider morgens mit voll den Kopfschmerzen aufgewacht, aber zum Glück sind die dann mittags, nachmittags schnell wieder vergangen. Und ansonsten waren wir einkaufen und sehr viel mehr haben wir heute gar nicht gemacht eigentlich. Und ich habe natürlich ein bisschen gearbeitet, Videos gemacht. Muss ich jetzt nach dem Stream auch noch ein paar Sachen machen. So ein bisschen hochladen und managen. Aber das kann man immer gemütlich auch vor dem Fernseher auf der Couch noch machen. So die YouTube-Management-Sachen. Diane from Beefhead Videos. You're late returning one of our videos. It's called Coffee and Milk. Please return it ASAP. Have a nice day. Das Spiel ist so dämlich manchmal. Mr. Touchdown, please Coffee wire the and money as soon MILF. as possible. Please hurry, or something unfortunate may happen. In addition, the registration for the 6th UAA rank is complete. We look forward to hearing from you. So, 350.000. Jetzt will ich mal schnell zum Schrank gehen, weil ich will mein T-Shirt wechseln. Das letzte Müll-T-Shirt, das wir gefunden haben, gefällt mir ausgerechnet nicht so gut. Alle anderen waren eigentlich cool. Oder zumindest die meisten. Das ist, ich weiß nicht, aber es ist super irgendwie. Die sind alle so bekloppt. Ich glaube, ich nehme. Oder, wisst ihr was? Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ist das ein Standard-T-Shirt? King. Nehmen wir das Käfer-T-Shirt. Das finde ich gut. Schön langsam brauchen wir eine neue Jacke. Ich habe mich satt gesehen an der Jacke. Okay, dann gehen wir mal kurz in den Kühlschrank. Dann spielen wir mit Jean. Oder füttern sie oder was auch immer. Interagieren halt mit Jean. You hungry? There, there. Ich bin gespannt, ob Jean im dritten Teil auch wieder dabei ist. Überhaupt, ob Charaktere aus dem ersten und zweiten Teil im dritten auch wieder dabei sind. Bei einer Handvoll bin ich mir fast ein bisschen sicher, dass die wieder auftauchen werden. Aber mal schauen. Und auch aus dem Spin-off. Je nachdem, wie lange das dauert, bis jetzt nächstes Jahr der dritte kommt, wegen Corona und so, kann man das halt nicht so genau sagen. Aber je nachdem, werden wir vielleicht auch diesen Spin-off Travis Strikes Again noch reinschieben nach dem ersten und zweiten Teil. Das Spiel finde ich zwar nicht so super, aber es gehört schon auch irgendwie dazu und ist ja ganz nett. Lasst mich überlegen. Genau, ich weiß schon. Wir müssen jetzt eh wieder alle Läden abklappern im Grunde, ne? Gehen wir erstmal wieder hier hin. Vielleicht können wir ein neues Video ausleihen oder kaufen oder was auch immer. Travis, how's business? Das ist auch eins der wenigen Spiele, die wirklich die Möglichkeit der Wii aufgegriffen haben. Das stimmt. Ansonsten wüsste ich nur Twilight Princess und Red Steel. An Red Steel habe ich auch gerade gedacht. Beim Rest war es leider nur minimal. Ja, ich finde dieses dieser Motion Plus Aufsatz, den man hinten auf die Fernbedienung gesetzt hat, der be die Bewegungssteuerung wirklich super exakt gemacht hat, der kam leider viel zu spät. Weil sowas wie Red Steel hätte mit dem echt super gut sein können. Aber ja. Aber, Disaster, Days of Crisis, war auch ein echt ganz cooles Spiel eigentlich. Das hat die auch wirklich alle Möglichkeiten von der Wii-Fernbedienung ausgenutzt, finde ich. Das bestand sehr viel aus so quasi Minispielen, die in die Story mit eingeflochten waren und so First-Person-Shooter, Lightgun-Shooter-Passagen. Das hat eigentlich, hat mir gut gefallen. Das hat keinen sehr guten Ruf und das hatte auch technisch ordentliche Probleme, aber ich fand es echt nicht schlecht eigentlich. Schau dir mal diese Drohmails an, die ich von meiner Freundin bekommen habe. Ah, die Nachricht, den Text hatten wir schon. Dann schätze ich fast, dass er auch keinen. Doch, hat er. Na gut.
Mask the Panther, Master of the Fourth Dimension. Na dann. Mal schauen, was uns der für einen Move beibringen kann. Hallo, Mr. Skyline. Ja, aber wie gesagt, also wie ich immer sage, oder wie ich, so was, du kannst hier den Stream noch quasi eine ganze Woche lang hier auf Twitch nachholen. Und es landet ja auch alles auf YouTube, wobei es mittlerweile schon ein bisschen dauern kann. Ich versuche ja ein bisschen Vorsprung rauszuholen, weil ich doch Januar immer so einen Auszeitmonat mir nehmen will, aber da will ich nicht, dass Videos ausfallen, deswegen brauche ich ein bisschen Puffer. Das heißt, die No More Heroes Folgen kommen auf YouTube wahrscheinlich erst im Februar oder Januar oder so. Wahrscheinlich. Aber ja. Früher oder später hey, kommt alles. Don't lay a single finger on anything. Okay. Scares me to think a thing like this. Okay, ich habe gerade den Prototyp gebracht, den Militärprototyp, den wir bekommen haben. Und sie sagt, es macht dir Angst, dass ein Kerl wie du ausgerechnet hier an sowas rankommt. Okay, schauen wir mal, was ich für dich tun kann. Ich versuch's mal. Handed US Military Secret. Aber das haben wir jetzt noch nicht. Sie arbeitet wahrscheinlich dran. You Otaku. Schauen wir mal nach dem nächsten Boss. Ob es dann fertig ist. Aber gut. Hätten wir das auch. Manche Sachen kann man umfahren, andere sind hart wie Stahl. Es ist schon witzig. Heute geht's voraussichtlich bis 12. Wenn ich nicht plötzlich super müde werde oder so, dann eigentlich bis 12. Ich glaube, allein ein No More Heroes Easter Egg Video liefert schon so mega viel Stoff. Das stimmt eigentlich. Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, da muss ich mal in irgendwelchen Wikis und so durchgucken und so eine Easter Egg Sammlung mir anschauen. Vielleicht könnte man echt ein Video dazu machen. Ich meine, das wird wahrscheinlich nicht sehr viel geklickt, leider, weil alle Kunstbanausen sind da draußen. Aber mich würde es wirklich interessieren. Ich mache ja auch oft Video über Sachen, die einfach mich gerade interessieren, auch wenn ich weiß, dass da das Zielpublikum sehr klein ist. Aber warum auch nicht? Man darf ja auch ruhig mal Nischen bedienen. Ist doch cool sogar. So, genau. Der sagt wieder seinen creepy Standardtext. Wir kriegen einfach keine neuen Moves hier, aber immerhin können wir noch ein bisschen unsere Stärke und unsere Ausdauer trainieren. Das ist wirklich anstrengend, Mensch. Das Spiel verlangt hier echt, dass man sehr schnell drückt. Das ist wirklich irre. Dann auch noch so oft. Ich kann nicht mehr. Die ersten Male geht es noch ganz gut, aber hinten raus wird es dann echt anstrengend. Oh. Zum Glück ist das Zeitlimit nett. Stärke ein kleines bisschen erhöht. Na dann, tüdelü. Training is not over. Training not over. Er ist lustig. Tja. Ja, ich meine, das Stöhne passt ja auch ganz gut zu dem Sensei da, der die ganze Zeit irgendwas sagt von wegen, ich soll mir jetzt die Kleidung ausziehen und auch die Unterhose und mich nach vorne bücken und dann gibt er mir das, warum ich hier bin.
Okay. So, erstmal zum Arbeitsamt. Das sind eher Kniebeugen wie Squats. Ja, das stimmt wirklich. Voll Crusader, danke fürs Abo verschenken. Yay! Dankeschön. Gute Nacht, ciao, mach's gut. Der dritte Klasse, Mann. Hast du das Geheimnis der dritten Klasse schon gemeistert? Das ist nicht, it's not too bad, das ist nicht so schlimm oder so. Der als erstes, als oberstes eingestufte Gott gibt dem hart arbeitenden kleinen Mann sein Lächeln. Ich habe einen neuen Job für dich am schwarzen Brett. Minesweeping, okay, clean up the mines. Die Minen am Strand ausgraben. 2000 pro Mine. Na, von mir aus. An der Body Slam Beach. So. Ich muss jetzt mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, eine kleine Speicherpause einlegen. Bin sofort wieder da. Keine 2 Minuten hoffentlich. Bis gleich. Zördela. Da sind wir wieder. Und weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, genau, wir haben einen neuen Job. Wir spielen Minesweeper. Ich würde wirklich lieber Minesweeper spielen, wie das Minispiel, das jetzt kommt, glaube ich. Aber das gibt's im ersten Teil noch nicht. Die unausgesprochenen Regeln von Center Destroy deuten auf Gefahren hin. Niemand schwimmt hier am Strand. Hier sind Militärminen vergraben im Sand, immerhin. Die Armee hat diesen Strand für Tests benutzt und neue Manöver. Du siehst hier keine Mädchen im Bikini und du brauchst einen Metalldetektor, um keinen ernsthaften Sonnenbrand zu bekommen. Was sonst würdest du von einem Ort wie diesen erwarten? Keine Touristen, kein Sonnenbaden, keine Logik. Der Gott der Landminen hasst Metalldetektoren. Also arbeite mit Durchhaltevermögen oder so ähnlich. Minesweeper start. Safely remove the mines buried in the beach. Listen to your metal detector to locate them. Then use your beam katana to destroy the mines. Na, schauen wir mal. Ah, okay, man muss da schon recht genau dran sein. Na, das läuft nicht so gut. Ich befürchte, da kommen wir nicht gut raus. Aus dem Minispiel. Da ist aber auch das Zeitfenster sehr klein, Mensch. Oder die Fläche halt quasi.
Ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das A angeht. Aber wo ist es denn, das A? Mensch. Ich hab schon kurz gesehen. Ah, come on, wieder nicht. Jetzt. Das war Glück gerade. Der Doppelfund. Ach, komm schon, Spiel. Sei nicht so gemein. Wie viel kriegen wir pro Mine? Ich weiß es nicht mehr. Nicht genug. Nicht genug für den Job hier. Auf jeden Fall. Finde ich. Hallo? Ah. Tja, schade. Good job! Na, das war nicht gerade Gold wahrscheinlich, ne? Na, 20.000, das ist ja gar nichts. Und es war Gold? Dann ist das einfach kein sehr guter Job, irgendwie. Dafür, dass wir den so spät kriegt. Wirklich komisch. Da haben wir schon für kürzere, leichtere Jobs mehr bekommen. Hey, gerateter. Ich habe noch einen Job für dich. Achso, genau. Jetzt kommt wieder der Standardtext, dass wir einen neuen Assassin-Job haben. Da haben wir noch einige. Wir haben beim letzten Mal gar nicht alle gemacht, die wir neu hätten. Aber jetzt machen wir natürlich trotzdem die ganz neuen, weil die bringen natürlich extra viel Kohle. Hallo, Travis. Also, sollte man meinen, ne? Bei dem Minijob gerade war es anders. 75.000 ist schon nicht schlecht. Pizza Butt. Kill the CEO. Die Mission schon wieder. Was haben wir hier noch? 3.000 pro Kill. So viele wie möglich im Zeitlimit. Within the time limit, Dark Side Mode will be activated. Mission ends. Oh, das klingt lustig auf jeden Fall. Aber das sind leicht verdiente 75.000. Okay, machen wir erstmal die da. Fangen wir mal mit der an. Ich sage jetzt, dass es leicht verdiente 80.000 sind. Jetzt warte ich erstmal ab, was da für Gegner auf mich warten. Weil eigentlich sind da ein Haufen Gegner und ich muss einen davon killen. Aber vielleicht, ne, wer weiß, welche Gegner die da hinstellen. Wenn da nur irgendwie Maschinengewehrleute und Laserschwertleute sind, habe ich ein Problem. Aber schauen wir mal. Ich meine natürlich Beam-Katana-Leute. So viel Zeit muss sein. Immer dieses Parkhaus. Oh, lauter Laserschwertleute. Na dann. Ich versuche gleich zum CEO zu rennen. Und wir gehen erst gar nicht auf die anderen großartig ein. So gut es geht halt. Na, das hat schon mal gut funktioniert. Holy shit! Holy shit! What the? Mein Gott, das ist so irre. Ja.
Oh mein Gott. Das ist wirklich irre. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Oh, da war der Richtige dabei. Glück gehabt, reines Glück. Mein Gott, Spindy. Aber eigentlich eine ziemlich coole Mission, muss ich sagen. Bronze. Schade. Ich würde die gern gleich nochmal machen. Aber das geht ja leider nicht. Da müsste ich erst wieder zurück und... Ah, wir haben jetzt schon genug Geld. Das ist super, dann machen wir das. Mensch. Passt. Dann tun wir da gar nicht lang rum. Gleich auf zum nächsten Boss. Müllcontainer. Ich muss kurz mal hier gucken, was da so drin ist. Ein neues T-Shirt! Yes! Goldenes Camouflage-T-Shirt oder so. Ein bisschen, ja, keine Ahnung. Crazy. Oh, gleich noch eins. Ist das irgendwie ein creepy Gesicht oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ja, das ist creepy, das T-Shirt. Aber cool. Okay, weiter geht's. Ah, da hinten ist auch noch ein Mülleimer. Schauen wir auch mal kurz. Und gleich noch ein T-Shirt. Das ist... Ach, das ist die Flagge von Santa Destroy als T-Shirt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und noch eins. Das ist seltsam. Das weiß ich nicht. Holst du dir das neue Call of Duty? Hab ich nicht vor. Ich bin eigentlich gar nicht so der Shooter-Spieler. Das war mit Battlefield eher eine Ausnahme. Und da bin ich auch eher über Battlefront hingekommen, weil mich Star Wars interessiert hat. Aber eigentlich bin ich da gar nicht so drin. Oder interessiert mich auch gar nicht so sehr. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Jetzt habe ich irgendwie zwei T-Shirts oder drei T-Shirts gefunden, die ich cool gefunden hätte, und jetzt kriege ich wieder, bleibe ich wieder mit dem hängen, an dem hängen, das ich irgendwie nicht so cool finde. Also das ist schon in Ordnung, aber im Vergleich zu den anderen ein bisschen lame. Na komm, quetsch dich durch, Bike. Das schaffen wir. Oder auch nicht. Na gut, okay. Dann halt so. Wo spielt denn das neue Call of Duty? Ich kenne das gar nicht. Ich habe da gar nichts mitgekriegt. In welchem Setting? Was ist das nächste große Game, auf das ich mich gerade freue? Das nächste große Spiel. Also am meisten freue ich mich wahrscheinlich auf Breath of the Wild 2, aber das steht ja noch irgendwo in den Sternen. So von den Spielen, die jetzt aktuell erscheinen, freue ich mich am meisten eigentlich auf Hyrule Warriors, das neue, wenn man das als großes Spiel bezeichnen will. Und Yakuza, Like a Dragon, wenn man das als großes Spiel bezeichnen will. Und den Demon's Souls Remake, da bin ich auch gespannt drauf. Ich glaube, das werde ich mir doch holen, für die PlayStation zu release dann. Mal gucken. Aber das ist halt nur ein Remake. Aber ein schöner Remake. Yes, you're out shopping.
Amazing! Almost as amazing as me! A hardworking girl never forgets the others, even on vacation! Hey, I don't want to interrupt your fiesta. Who's next? What? Huh? Yo, what's the problem? Something wrong? Hello? Huh? I'm getting a bad connection. Hello? Can you hear me? Hello? Im Kalten Krieg spielt das. Interessant. Ist das dann so Paralleluniversum, wo der Kalte Krieg wirklich ein heißer Krieg wird? Oder wie funktioniert das? Die Elder Scrolls 6 muss mal kommen. Na, auf das würde ich erstmal nicht warten. Auf Starfield bin ich aber durchaus gespannt, weil ein Elder Scrolls oder Fallout oder wie man auch will im Weltall klingt nach was, das könnte mich echt interessieren. Aber auch da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Final Fantasy 16 bin ich auch gespannt. Die meisten Final Fantasies haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Was steht denn da? My mother went to center destroy and all I get was this lousy T-Shirt. Ah, ich verstehe. Das ziehen wir an. Ich weiß nicht, Final Fantasy 16 sieht irgendwie generisch aus. Ach, ich weiß nicht. Da hat man noch nicht genug gesehen, finde ich, dass ich da... Weiß ich nicht. Ah ja, stimmt, wir müssen noch das Video gucken für den neuen Move. Yeah! Leider kann ich so mit den großen Titeln, die jetzt aktuell so demnächst kommen, mit allen nichts anfangen im Grunde. Das neue Spider-Man da interessiert mich nicht wirklich und so diese großen Shooter eben interessieren mich auch nicht und... Forza interessiert mich nicht und Halo auch nicht wirklich und sonst auch nichts. Aber ja, es kommen schon noch genug Spiele, die mich interessieren. Video Nummer 3, das kennen wir noch nicht. Mal schauen, was wir da wieder Neues lernen. Hurrikan Rana, der ist cool. Das ist ein cooler Move. Na dann los. Ich lasse mich überraschen. Mir hat auch das 15er echt gut gefallen. Ich weiß, das war nicht bei allen beliebt, aber das hat mir auch echt Spaß gemacht. Ich fand auch das Kampfsystem voll in Ordnung, hab das lange gespielt. Nur der Schluss, ne? Dann hinten raus wird zumindest die Hauptstory echt dann... Da hat man gemerkt, da wurden sie nicht mehr fertig. Da prallen zwei Konzepte aufeinander, die nicht zusammenpassen und man weiß nicht genau, was das eigentlich alles soll. Aber der erste Part hat mir gefallen. Okay, Kampf 5. Los geht's. Wir brauchen ein großes Game mit viel Loot und Basenbau. Ja, das stimmt. Das wäre cool. Fände ich eben total cool, wenn Bethesda das hinkriegen würde, dass die den Basenbau von Fallout ein bisschen sinnvoller vielleicht und besser funktionierend... da ist Blut. Warum ist da so viel Blut? In dieses Starfield, in diesen Weltraumsimulator einfügen könnten irgendwie. Ich stelle mir das vielleicht so ein bisschen vor wie ein X. Nur... casualiger. Hey, soll ich mal der Blutspur folgen? Irgendwie ist das ungewöhnlich, ne? Mal schauen. Hallo, Kater. Nein, nicht auf den Controller steigen. Was machst du denn? Der drückt irgendwelche Knöpfe. Zum Glück machen die gerade nichts. Terror-Kater. Hallöchen. Ja. Hi. So, wo wollte ich hin? Ich wollte der Blutspur folgen. Ich denke, die Blutspur führt mich wahrscheinlich eh zu meinem nächsten Gegner. Aber ich fahre jetzt wirklich mal hinterher, so gut es geht. Nur aus Interesse.
Also verdammt viel Blut hier. Ah ja, hier müssen wir hin. Oh, aha. Da liegt irgendeine Frau. Oh nee, nicht aufs Moped steigen. Mann, ey. Und bei euch? Was sind bei euch so die großen nächsten Spiele? Oder vielleicht auch kleinere nächsten Spiele, auf die ihr euch so freut? Let's Shake. Na dann. Hallo. Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist nicht unser aktuelles Ziel, ne? Das sind aber mal Imperialpiloten hier, oder? Tja. Waren wohl Sith in der Ausbildung oder so. Auch mal ein interessanter Level hier, oder? Gar keins. Ich lasse mich in nächster Zeit eher überraschen. Momentan ist mir die Branche etwas zu grau. Klar, das nächste GT ist für mich ein Muss. Gran Turismo oder GTA? Aber eher wegen der Serie. Vielleicht, wenn dir der Mainstream ein bisschen zu fad wird, musst du dich ein bisschen mehr im Indie-Bereich umsehen, weil da gibt es sehr viele sehr interessante Spiele, die immer wieder cool sind. Ich selbst bin eher so im Retro-Bereich. Gothic Remake. Oh ja, das stimmt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das Gothic Remake könnte interessant werden. Gran Turismo, ja. Okay. Oh ja, auf das neue Pokémon Snap bin ich auch schon gespannt, weil Pokémon Snap mochte ich früher schon echt gerne. Aber ob das heute noch funktioniert, bin ich mir nicht sicher. Yeah.
Das können wir den ganzen Tag machen, von mir aus. So, na also. Die Figur, die man da verfolgen muss, ist gar nicht so blöd. Die ist sogar clever in diesem Level-Design, weil dann weiß man, in welche Richtung man muss. Das wäre ansonsten echt ziemlich schwer, nach so einem Kampf, sich zu orientieren wieder. Ich zock schon sehr viel Indie, aber da sind viele Projekte schon fertig, die mich wirklich interessieren. Outward zum Beispiel. Gran Turismo 1 war noch geil mit dem Benzingeruch, wenn man an der Disc gerubbelt hat. Ach wirklich, das ist witzig. Gran Turismo habe ich auch nur die ganz alten Teile gespielt. Na, oh, come on. Irgendwie wird der manchmal einfach unsterblich. Das finde ich nett. Okay, weiter geht's. Auf was ich mich jetzt echt freue, weil ich habe mir ja die Series S vorbestellt und kann jetzt zum ersten Mal Rare Replay spielen. Darauf freue ich mich. Conker's Bad Fur Day, Perfect Dark. Schade, dass die ganzen Nintendo Rare-Spiele natürlich fehlen. Aber trotzdem, Banjo-Kazooie, habe ich das schon gesagt? Da werde ich wieder ganz schön viel Retro spielen, auf jeden Fall. Travis, hallo? Continue forward and you will enter your next ranked match. The fifth rank awaits you if you win. And only eternal damnation awaits if you lose. How are you feeling? No irritable rashes? Hit the gym lately? Taken care of the blackheads on your nose? Might I recommend a good hygiene set? When you're ready, step inside. Now, don't tense up too much on this one. You've been slacking off a bit. You must maintain a steady tempo. Oui, you know what I mean, right? I am so sorry to say this, but I am 1,800% positive that you will die here. But trust your force and head for the Garden of Madness. Microsoft hat ja auch aus ehemaligen Crystal Dynamics, Bungie und Naughty Dog Mitarbeitern irgendwie ein neues Studio entwickelt, von dem sie behaupten, das sei jetzt das erste Quadriple-A-Studio, die so riesige Superspiele machen, die jeden Rahmen sprengen, den es bisher gab. Na, da bin ich mal sehr gespannt. Aber die behaupten halt, dass die machen AAAA-Spiele. Nochmal ein A mehr. Und, Gerüchten zufolge sollen die an einem Perfect Dark Reboot arbeiten. Das wäre verdammt crazy cool. Aber, naja, mal abwarten.
Das Studio gibt es jetzt seit 2 Jahren und man hat noch nichts von denen gehört, also keine Ahnung. Bin gespannt, ob man da irgendwann mal noch was erfährt. Viel kann ja da noch nicht so richtig im Ofen sein bei denen, weil sonst hätte man das bestimmt jetzt vor der neuen Konsole als Werbung benutzt, wenn die irgendwas Cooles schon vorzeigbar hätten. Insofern... Mal schauen, ob das alles nur heiße PR-Luft ist oder ob da wirklich was dahinter steckt. Bin gespannt. Ich tippe auf Ersteres, ehrlich gesagt. Das heißt nicht, dass das Spiel nicht gut werden könnte, was auch immer die machen, aber dieses ganze Quadruple-A-Zeugs, das halte ich für bla bla. Aber schauen wir mal. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. At last. Doctor, it's time. Wake up! Oh yeah, I feel a good undulation. Your rumbling is excellent. I think I'm going to lose the bowel control. You the fifth-ranked guy? Yeah, I've been waiting for you. Hallo. You certainly sound like you're up for a fight. I'm ready whenever you are. All right then, here I come. Sowas würde mir auch gefallen, Chilicon. Charging ignition. Ignition ready. Activating main engine. Activating sub engine. Check. Cycle ratio 15%. Cluster generator active. Calculating coordinates. Thermal protection on. Cycle ratio 25%. Anti-shock balancer open. Calculation complete. Heat detection system normal. Target acquisition 98%. Main panel open. Cycle ratio 55%. Activate cell pistols. Maximize output. Ignite vanishing sparks. Cycle ratio 80%. Activate trinity pistons. Pistons at peak power. Scouting scope open. All systems full. T-minus 10 seconds. Cycle ratio 100%. T-minus 7 seconds. Cycle ratio 140%. T-minus 5 seconds. Maximum output. Critical point exceeded. T-minus 3, 2, 1. Eat this! Travis touchdown, is it not? Son of a bitch! Hi, Manaruba. Fucking snatch Maranuba. I had him! Dance with me, Travis. A katana. This is getting interesting. What do you go by? Henry. Henry? Your instincts serve you well. I don't know who you are or what you want, Sir Henry. Where are your manners? That was my kill, you naughty boy! Shall we get this over with? And don't hate me if I play a tad dirty. Da haben die Kylo Ren Designer ihre Idee her für das Schwert. Naja, der Kill wurde uns geklaut. So ein Rennspiel, Chilicon, fände ich auch cool. So wird mir ein Rennspiel Spaß machen. Aber das gab es, glaube ich, schon nicht mehr seit Need for Speed Underground oder so, ne? In den neueren Rennspielen nervt mich das wirklich, dass einem hier links und rechts Autos um die Ohren gewatscht werden. Und man weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit den ganzen Autos. Ich meine, wenn man so ein Auto-Fan ist, dann ist das wahrscheinlich total cool, weil die ja mittlerweile schon super fotorealistisch aussehen. Aber... für mich wäre das viel reizvoller, wenn man wirklich mit so einer alten Schachtel anfängt und die dann hochmotzt einfach nach und nach. So diese Progression. Das fände ich auch viel spannender irgendwie. Aber ja, so ist das. So, weiter geht's.
Der mysteriöse Fremde ist aufgetaucht. The fight is over. Travis, you are now ranked 5th. But we haven't even. We're just getting started. Perhaps you've forgotten these fights are an official game. If your opponent dies for whatever reason, according to the rules of conduct, it is your win. That's fucked up! That's the stupidest rule I've ever heard. This guy's mine, and you just want me to let him go, bitch? Rules are rules. You can't have what you can't have. Whatever. But this dude says he wants to fight, and ain't nobody gonna stop him. This ass clown right here is... Who? Hey! He's gone! Mr. Sir Henry motherfucker, he just jetted. What a pussy. Sorry, save that aggression for your next match. Who the hell was that guy? Der geheime letzte Endboss, den wir leider in dem Playthrough nicht machen werden. Aber ich erzähle euch dann die Geschichte von ihm, wenn wir soweit sind. Let's Shake! War Let's Shake eigentlich jetzt der Punk oder sein Roboterhirn? Wahrscheinlich eher der Punk. Gute Nacht, The Cluedo. Schlaf gut. Mach's gut. Video. Oh,